Mercedes oder BMW? Mercedes. SUV oder Sportwagen? SUV. Weidel oder Meuthen? Nee, das schneiden wir raus. Herzlich willkommen beim Kuppeltalk, unserem neuen JATV-Format, wo wir unter der Kuppel, auf der Kuppel oder in der Kuppel mit Abgeordneten sprechen. Heute haben wir Dr. Dirk Spaniel dabei. Herzlich willkommen bei uns. Ja, freut mich, hier zu sein. Danke. Sehr schön. Wir sind heute ganz stilsicher mit Sonnenbrillen unterwegs, weil die Sonne einfach so grell ist. Ja, wie kommen wir zum Autos? Sie sind ja selber aus der Automobilindustrie. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, wo Sie vorher waren, bevor Sie Abgeordnete geworden sind. Ja, ich war ganz kurz in meinem Berufsleben mal bei BMW. Oh, okay. Und, das verzeihen wir. Und dann war ich 20 Jahre lang bei einem Autohersteller in Süddeutschland, den andere als den besten Autohersteller der Welt bezeichnen. Ja. Und das hat dann so ein bisschen auch auf die Mentalität abgefärbt. Okay. Und Sie sind jetzt auch im Ausschuss hier im Bundestag. Wie heißt der genau, der Ausschuss? Das ist der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das passt ja genau, ja, genau aufs Profil. Und natürlich ist die Diskussion jetzt ganz viel, was ist die Zukunft der Mobilität? Und da würde ich jetzt mal nicht auf die Debatte eingehen, Benzin, Diesel und so weiter. Wenn man jetzt anschaut, es gibt ja diese alternativen Antriebe wie Elektroautos oder Wasserstoff. Was würden Sie da bevorzugen von den beiden? Das ist jetzt eine schwere Frage. Ja. Wir haben vorne angefangen, ich komme gleich dazu. Ja. Ja. Ich denke, das ist nicht die entscheidende Frage, ob wir Elektromobilität, Wasserstoff oder verbrennungsmotorische Antriebe machen. Das Entscheidende ist, ist das, was wir machen, bezahlbar? Ja. Ist das praktikabel? Ja, also können das die Leute anwenden? Kann jemand mit einem solchen Auto spontan mal 1000 Kilometer fahren, ja, um irgendwo hinzukommen? Das ist nämlich Freiheit. Ja. Und das ist momentan mit dem Elektroauto oder auch mit dem Wasserstoffauto eben nicht möglich. Mhm. Ob das in naher Zukunft möglich ist, das ist eine Sache, die kann ich nicht beantworten. An der nächsten Zukunft, also in den nächsten 2-3 Jahre, ist es nicht absehbar möglich. Ja. Und deshalb wäre meine Entscheidung heute schon ein Verbrennungsmotor. Und in naher Zukunft kann ich mir vorstellen, dass das Elektroauto da große Fortschritte machen wird. Ist so, tatsächlich. Ja. Also man, zurzeit kämpft man ja stark mit den Reichweiten, ne? Und mit dem Stromnetz und der Versorgung, sage ich mal. Aber ich höre schon daraus, da würden Sie lieber doch auf den klassischen Verbrennungsmotor in heute, der Zukunft setzen. Heute, ja. Also wir sehen ja, diese ganze Diskussion ist ja nicht technisch getrieben. Diese Diskussion ist ja momentan rein getrieben von der europäischen Gesetzgebung. Okay. Und die europäische Gesetzgebung hat praktisch ein Ende des Verbrennungsmotors beschlossen und ein Verbrauchslimit beschlossen, das die Verbrennungsmotoren wahnsinnig teuer macht. Und jetzt für das ganze Umweltgewissen, da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, für das Klima müssen wir Alternativen zum Verbrennungsmotor haben. Die gibt's. Okay, und die da? Es ist ja nicht so, dass der Kraftstoff, den ich heute verbrenne, im Verbrennungsmotor, der kommt heute aus der Erde. Das ist fossil. Ja, genau. Ja? Und damit erzeuge ich neues CO2 in der Atmosphäre. Ja. Jetzt haben wir ja in der Partei da so eine klare Meinung dazu, aber es gibt ja auch außerhalb der Partei Leute, die sagen, das wollen wir nicht. Genau. Und für die Leute gäbe es eine Möglichkeit, wo sie nämlich sagen, ich tanke einen Kraftstoff, der nicht aus der Erde kommt, sondern der aus Abgasen gemacht wird. Okay. Also der wird aus Abgasen gemacht und den wandle ich um in ein synthetisches Diesel oder Benzin und das wird verbrannt und das kommt wieder raus. Das heißt, diese Abgase bewegen sich im Kreis. Es kommt kein neues CO2 hinzu. Und das ist schon, wie soll man sagen, spruchreif? Also im Stuttgarter Flughafen fahren sie damit. Echt? Ja, im Vorfeld des Stuttgarter Flughafens, die Fahrzeuge fahren damit. Das heißt also, es ist nicht irgendwie eine Vision, die nicht machbar ist. Die Schwaben zeigen es mal wieder. Ja, genau. Berlin könnte sich da ein Beispiel dran nehmen. Aber wir fliegen gar nicht. Ja, wollte gerade sagen, ihr habt ja den saubersten Flughafen der Welt. Genau. Also zumindest der in Brandenburg. Ja, genau. Ja, aber ist das dann massentauglich auch? Natürlich ist es so, dass die Stückzahlen bzw. die Mengen, die da produziert werden können, heute eben nicht so sind, dass alle damit versorgt werden können. Okay. Aber das ist wiederum eine Sache, die kann der Markt regeln. Und wenn die Politik das will, und es ist unsere Politik, dass wir ganz klar sagen, wir wollen bezahlbare Mobilität für alle,
Und das ist momentan eigentlich nur über diese Möglichkeit gegeben. Dann kann man sehr wohl dafür einen Markt schaffen. Okay. Ja, der Markt wird im Endeffekt geschaffen durch die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung wäre, dass man sagt, man erkennt diesen Treibstoff an als CO2-neutral. Und da werden wir eine Überraschung erleben. Dann werden wir nämlich sehen, wie gut die Marktwirtschaft funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in 4-5 Jahren flächendeckend in Deutschland solche Zapfsäulen haben und dass im Prinzip jeder, der das tanken will, tanken kann. Ja, wahrscheinlich müsste man das dann steuerlich begünstigen, ne? Wenn das funktioniert, was dann die Bundesregierung wahrscheinlich eher dann doch nicht mehr wieder will. So. Ja, aber da muss man schon unterscheiden. Also ich kann nicht, heute habe ich auf dem Sprit eine Energiesteuer drauf. Ja. Und ich habe auch noch eine Ökosteuer drauf. Ja. Und es kommt auch noch eine CO2-Steuer drauf. Und komischerweise wird der Benzin dadurch nicht sauberer, ja? Ja, es wird nicht sauberer, ja? Wenn ich aber hingehen würde und sagen würde, ich stecke all das Geld, was ich in die Subvention von Elektroautos stecke, ja, da sind ja diese ganzen Steuern nicht drauf. Ja? Wenn ich diese ganzen Gelder, ja, tatsächlich nicht mehr neu auf den Sprit draufschlage, dann stelle ich fest, oh, das ist auf einmal ganz schön bezahlbar. Also so 1,50 Euro oder sowas. Kommen wir mal zur Elektromobilität. Also ich habe jetzt auch mal ein bisschen Spaß, außerhalb der Politik zu reden. Ja. Welche Autos sind da ganz vorne jetzt oder welche Marken sind da wirklich am stärksten voranentwickelt worden? Jetzt haben wir hier vor der Haustür praktisch ein neues Tesla-Werk. Sind da die Amis wirklich besser als die Deutschen? Also, das kann man ja schlecht sagen, weil die Amerikaner einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben. Und ich habe ja relativ früh schon den Tesla gefahren, ich glaube 2014 habe ich das erste Mal das Model S gefahren, oder 2015, also relativ früh. Und es ist so, dass die einen ganz anderen Ansatz verfolgt haben. Die haben ein Luxusauto gebaut, das Spaß macht. Mhm. Und wenn du so ein deutsches Elektroauto gefahren hast, dann war das meistens irgendwie ein Kleinwagen mit einer schwachen Motorisierung und so schmalen Reifchen, ja, der keinen Spaß gemacht hat. Aber als ich das erste Mal in diesem Model S gefahren bin und dann einfach auf die Autobahnauffahrt drauf gefahren bin und dann wirklich mal das Pedal durchgetreten habe, hat er abgeschossen. Das ist einfach etwas, das erzeugt in jedem, der gerne Auto fährt. Laut Grüne sind das ganz falsche Gefühle. Ja, das sind falsche. Autofahren darf nicht Spaß machen. Genau, das ist genau der Punkt. Und Tesla hat ein Auto gebaut, das Spaß macht. Ja. Und das sehr viel Spaß macht. Das hat einen niedrigen Schwerpunkt, das fährt sich wie ein Sportwagen. Okay. Ja. Das ist auch wirklich, das ist wirklich, was man so als Sportauto sehen kann. Das ist allem, was es in dieser Preisklasse gab, damals mindestens ebenbürtig. Es hat einen Nachteil. Die Reichweite ist nicht so, wie es auf dem Papier steht. Aber ich muss da fair sein. Ich habe so einen Tesla auch mal im Winter gefahren. Also die echte Reichweite auch von diesem Auto im Winter sind schon so um die 400 Kilometer. Also es ist schon praktikabel. Ist schon ordentlich. Ja, da gibt es ja jetzt eine Gegenansage aus dem Stuttgarter Raum. Ne? Porsche hat da wohl ein Modell entwickelt. Ja, den habe ich noch nicht gefahren, den Taycan. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man diesen Ansatz macht, den Tesla gemacht hat, dass man eben sagt, ich baue ein Auto nicht auf Verzicht. Ja. Also ein Auto für Leute, die gar keine Autos mögen. Ja? Das geht in den wenigsten Fällen gut, sondern wir bauen ein Auto für Leute, die Autos mögen. Und das ist der Taycan, das ist das Model S von Tesla und da kommen auch noch ein paar mehr Autos. Und da habe ich auch selber an einem solchen Autoprojekt mitgearbeitet. Und das ist dann werden wir sehen, dann fängt der Wettbewerb nämlich an in einem Segment, wo alle das Gleiche bauen. Bisher war es so, die Deutschen haben Autos gebaut, Elektroautos gebaut, die eigentlich keinen Spaß machen oder wenig Spaß machen. Ja, so typisch grün, so klein. Und das ist jetzt, das ändert sich jetzt mit dem Taycan, das ist das erste dieser Autos jetzt, das wirklich auch auf Spaß ausgerichtet ist. Die andere Frage ist natürlich, wie praktikabel ist das? Weiß ich nicht. Massentauglich wahrscheinlich nicht eher so. Massentauglich wird schon dadurch begrenzt, dass es in der Regel einen sechsstelligen Betrag kostet. Ja. Und das ist etwas, was ich sage, man kann von vielem träumen. Ja. Aber was wir eigentlich wollen, ist ja bezahlbare Mobilität. Ja. Damit sich eben auch Leute, die wie wir, Leute, die eben nicht einen Hubschrauber daheim haben, dass die sich eben auch ein Elektroauto leisten können. Okay. Und solche bezahlbaren, spaßbringenden Autos, die sehe ich momentan nicht mit Elektromobilität. Jetzt haben wir die ganze Zeit nur über das Auto gesprochen. Es gibt aber natürlich so tolle Fortbewegungsmittel wie den Zug. Ja. Aber warum sitzt du da so auf das Auto fixiert? Also erstens, ich nutze viele Verkehrsmittel. Ja. Als Abgeordneter kommt man nicht umher, auch den Zug oder das Flugzeug zu nutzen. Aber das Auto ist etwas anderes. Das eigene Auto ist etwas anderes.
das Auto ist ein Stück zu Hause, was ich mitnehmen kann. Da ist meine Sonnenbrille drin, da ist mein USB-Ladegerät drin, da ist alles Mögliche drin. Da ist vielleicht sogar ein Poloshirt drin. Ja. Das Auto ist ein Stück zu Hause, das ich mitnehmen kann. Das stimmt. Und das Auto ist auch ein Stück Freiheit. Ja. Und es ist genau diese Freiheit, die ich so wichtig finde in unserem Leben, dass ich eben entscheiden kann, selber entscheiden kann, spontan. Nein, ich fahre nicht dahin, ich fahre doch lieber woanders hin. Oder ich fahre nochmal zurück. Ja. Und versuche das mal im Flugzeug, auf halber Höhe, ja, ja. Den Rest davon zu überzeugen. Ja, oder auch im Zug. Ja. Alleine, wenn ich da reinkomme ins Abteil und dann stinkt es schon so ein bisschen. Oder da ist der Nachbar, der mir eh schon nicht mehr gefällt, wie er aussieht. Oder sing doch mal im Zug, sing doch mal im Zug bei deinem Lieblingssong mit. Genau. Ja? Genau. Wo geht das? Da kann man schön brüllen im Auto. Ja. Wo geht das? Genau, ja. Richtig. Oder ich möchte mal eine Kaffeepause machen, dann bleibe ich einfach stehen. Nimm mir einen schönen Plastikbecher. Gut, das ist politisch ungerecht. Du kannst natürlich auch einen Pappbecher nehmen. Ja. Recycelbaren Pappbecher. Okay. Aber das ist das, was ich meine. Das Auto ist ein Stück Freiheit. Und ich finde es sehr traurig, dass die gesamte Politik der anderen Parteien darauf ausgerichtet ist, das immer mehr zu reglementieren und immer mehr durch neue Gesetze, schärfere Strafen, ja, das einzuschränken. Nein. Warum brauchen wir diese Gesetze? Sie sind tatsächlich in meisten Fällen unnötig. Also dieses Tempolimit gibt es keinen sachlichen Grund für. Und ich bin einfach der Meinung, auch wir gerade als Partei sollten dafür kämpfen, dass dieses Stück Freiheit erhalten bleibt, weil es eben tatsächlich das Leben lebenswerter macht. Somit haben wir einen echten wunderbaren Bogen wieder zurück zur Politik gefunden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Hat uns gefreut. Schaltet öfters ein. Wir werden jetzt öfters auch unsere Abgeordneten hier interviewen. Wir hoffen, auch mal ein paar andere Gäste noch da zu haben. Bleibt am Ball. Ein Like da lassen. Abonniert unseren Kanal. Schönen Tag noch. Danke. Super, war doch gut. Ja, mit Sonnenbrille. Ja.